Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum nächsten Fort hier im Nordatlantik, um dieses zu erobern. Ah, ich höre schon Schüsse und Kanonen. Bin mal gespannt. Unser Schiff habe ich in der Zwischenzeit ein bisschen aufgerüstet. Unsere Flotte vergrößert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass wir keine Mörser geschossen mehr haben. Ja, wie ihr seht, darum ist auch der Bekanntheitsgrad jetzt gestiegen. Ich wirklich das ein oder andere Schiff zerlegt habe. Ja, nicht in die Tiefe, sondern genau zwischen das Ziel. So, ein Turm noch. So, und dann holen wir uns hier bitte. Nussbad, Nussbarhäuschen. Du bist ein Feindschiff. Da vorne ist auch noch ein Konvoi, der Geld bringen würde, wie Sau, wahrscheinlich. Die Kriegsgefangene sind... Oh Gott, was ist denn hier los? Das sollte jetzt nicht so eskalieren. Die Seepolizei ist auch hier. Das Sklavenschiff haut ab, oder was? Ja, fuck, jetzt wollen die uns doch noch entern. Eigentlich wollte ich nur das Fort einnehmen. Und was machen wir hier? Ein ganzes... Fangen hier einen Krieg an. Feuer!
So, Schiff verteidigt. Reparieren wir mal unser Bötchen damit. Ja. Und der Konvoi ist, glaube ich, jetzt abgehauen. Los, Segel! Los geht's! Die französische Flagge! Wir sind nicht allein, Sir! Kann ich auch. Jetzt haben wir auch wieder Mörser, sehr gut. Das sollte ein Treffer sein, wenn wir eine Animation bekommen. Jawohl. Eigentlich wollte ich doch hier entern. Brennen. So, befreien wir die Slaven. Ich hau auch irgendwie gerade in jede Richtung einmal. So, den Dixon erliegt. Schiff gehört uns. Das ist eine Fregatte, glaube ich, ja. Hat einige Gefangene befreit. Sie darf uns auf Kack. So, was hast du, schönes Schiffi? So, einmal ganz kurz einen Cut, Entschuldigung. Das war das Telefon und weiter ganz gehen. Den treffen wir nicht. Das war wohl zu Fuß hoch.
Nee, hat auch nicht ganz gereicht, schade. Okay, das war sehr einfach. Und du noch. Pam, pam. Haben wir jetzt 1 Million Kohle gemacht. Ja. Und endlich mal Stoff. Ja, aber erstmal unser Schiff reparieren. Und ich dachte, wir schaffen 2 Forts in dieser Episode. Aber nein, wir fangen hier einen riesigen Krieg an. Was willst denn du, kleines Kanonenbötchen? Und der nächste Piratenjäger. Den müssen wir jetzt auch noch zerlegen. Ne, jetzt müssten wir andocken können. Großsegel setzen! Rahmsegel niederholen! Natürlich. Haben wir doch. Sie sinken. Oh, der andere sickert gerade ab. So. Endlich. Wenn wir den kompletten Nordatlantik aufgemischt haben. Hoffentlich finden wir noch ein bisschen ein paar Kugeln hier. Oh.
Und ouch. Na, nimm mit die Munition. Sehr gut. Auch böse Leute wie du. Entschuldigung. Aha, befreit. Hallo Freunde, ich habe ein neues Hut für uns erobert. Hier sitzt aber ganz schön viel im Wasser rum. So, zwei Truhen. Da oben irgendwo. Ach. In dem Häuschen. Die letzte Truhe und die letzte Truhe. Aber die finden mich doch hier nie. Ich meine, ich würde mich hier wiederfinden. Fort Louis. Louis. Vollkommen freigeschaltet. Okay. Ach, lass mich in Ruhe, Mann. Wie meine Kuh im Hintergrund abgeht und mitmachen will. Eben zumindest. Wie kann ich zu Diensten sein? Entsorg mal die Toten hier. So, schauen wir mal, was wir noch für die Morrigan so tun können jetzt. Haben wir die Baupläne für schwere Kugeln. Rammsporn verbessern. Stärke der Rundkugeln. Ja, nicht
einiges an Ressourcen zusammengesammelt. Ich glaube, das lassen wir erstmal alles so. Vielleicht später. Genau, später vielleicht. Und wir werden dann in der nächsten Episode zum nächsten Fort antreten und hoffen, dass wir nicht wieder kompletten Krieg anzetteln davor. Also ich hoffe, es hat euch heute gefallen, diese etwas extreme bombastische Seeschlacht hier mit mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.